Jeder zarte oder laute Ton, gleich wo er klingt und schwingt, wenn du ihn brauchst, erreicht er dich. Ein jedes Wort, gleich ob gesprochen oder in die Schrift gesetzt, erreicht dich dann, wenn es für dich bestimmt ist. Nichts geht verloren, es fällt nur aus Raum und aus der Zeit und wirkt als Geistform ewig dann in der Unendlichkeit. Das sind Zeilen eines Mannes namens Lothar Göring, der 1998 seinen Körper verlassen hat und ein Vermächtnis hinterlassen hat, das der Reik Garve, den ich hier erneut im Studio begrüßen kann, mit publiziert und sich eingearbeitet hat. Denn es handelt sich um ein Vermächtnis von Atlantis. Und ich bin wie selten gewunderig gespannt, was ich heute hier zu hören und zu sehen bekomme. Und ich lade euch ein, ganz offen euch mal darauf einzulassen. Und heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Reik, ich danke dir erstmal, dass du mir das Angebot gemacht hast, über diese Forschung bzw. Entdeckungen, über das Vermächtnis von Lothar Göring zu sprechen, den kaum jemand kennt, sage ich mal, weil er nicht wirklich öffentlich wirksam war, sondern Bücher geschrieben hat, die, sage ich mal, interessierten Kreisen schon bekannt sein dürfen, aber nicht der breiten Öffentlichkeit. Reik, sag doch erstmal was zu Lothar Göring und wie du auf ihn gestoßen bist. Ja, ist ganz spannend gewesen. Da war ich gerade am Ende meines Studiums, meines Medizinstudiums, und da bin ich über ein Buch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Titel war, wurde so ein Hinweis gegeben, Lothar Göring, Eingeweihter, Templervermächtnis, Atlantis. Da dachte ich mir so, oh, das hat sofort bei mir resoniert. Ja. Also das war so eine ganz starke Anziehung. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich damit beschäftigen. Habe ich mir das Buch besorgt. Hab angefangen, das hieß Apokalypse Seele. Und das war das erste Buch, mit dem ich in das Thema eingestiegen bin. Und dann habe ich einfach mich eingelesen. Und ich habe schon nach kurzer Zeit gemerkt, das hat bei mir so stark resoniert. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Mhm. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und das war auch für mich nachher der Punkt, der im Grunde meinen, geplanten Lebensweg eigentlich komplett über den Haufen geworfen hatte. Weil ich konnte dann, nachdem ich da eingearbeitet war in dieses Thema, seine Unterlagen, seine Schriften, konnte ich nicht mehr das machen, was ich eigentlich vorhatte. Das ging nicht mehr. Du hast ja Medizin studiert. Ich habe Medizin studiert, ja. Und ich habe quasi im letzten Studienjahr bin ich über diese Sachen, über diese Erkenntnisse gestolpert. Und das war für mich dann nicht einfach, weil ich dann im Grunde in so einem Zwiespalt stand. Weil er hat da Dinge erzählt, die für mich so verständlich und so gut nachvollziehbar waren. Aber davon wird heute überhaupt nichts unterrichtet. Da wird heute nichts drüber erzählt. Und es geht letztendlich um den Menschen im Kern. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, jetzt muss ich dieses Studium noch irgendwie zu Ende kriegen, damit ich mehr Zeit habe, mich in diese Themen einzuarbeiten. Weil ich gespürt habe, das ist es, worum es geht. Ja, also es geht hier eben um Aspekte wie Seele, Geist, Lebensplan, Schöpfungsplan, altes Vermächtnis. Und gerade Lothar hat sehr viel in diesem Bereich Quantenphysik und Informationsmedizin, Medizin gearbeitet und auch geforscht. Er hat ja selber Medizin studiert. Aber nicht abgeschlossen. Ja. Und er hat dann mal eine Heilpraktikerpraxis gehabt in den 80er Jahren. Und hat also auch sehr viele innovative neue Therapieansätze im Grunde entwickelt, auf Grundlage dieser alten Schriften, die er bekommen hat. Mhm. Hat dann eben auch dieses Buch Krebs, Chance oder Finale veröffentlicht, was ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre veröffentlicht wurde, aber nur in einer Kleinstauflage. Und ich bin halt, wie das Leben so wollte, die Zufälle des Lebens, bin ich dann mit der Familie in Kontakt getreten. Und wir haben uns sehr schnell angefreundet. Auch da war eine sehr starke Resonanz da. Also es war irgendwie so, als ob wir uns kennen würden. So kam mir das vor. So ganz nach kurzem Kennenlernen war sofort klar, da ist eine Verbindung. Ja, und dann haben wir 2009 das Buch Krebs, Chance oder Finale nochmal neu verlegt,
weil es ja hauptsächlich ein medizinisches Thema betrifft, aber eben nicht nur. Und ich habe halt mitgeholfen, weil ich ja einfach dieses Medizinstudium hinter mir hatte und diese Expertise. Dadurch konnte ich natürlich viele Dinge nachvollziehen, sofort. War auch erschrocken, was ich alles nicht gelernt habe, weil ich habe ja das Rohmanuskript gelesen und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Gerade bei Krebs, wo wir wissen, dass es seit den 1930er Jahren im Prinzip so gut erforscht ist, dass man sagen kann, wir wissen, woher es kommt und was auch möglich ist. Und dann schaust du dir an, wie heute gearbeitet wird in der Medizin, gerade im Krebsbereich, kann man nur den Kopf schütteln. Das ist furchtbar, was da passiert. Und das Wissen ist längst da. Das war für mich so erschreckend. Und dann habe ich einfach gesagt, ich werde mich weiter in diese Themen einarbeiten. Und so habe ich mich dann peu à peu in diese verschiedenen Werke, die er bis dato veröffentlicht hatte, eingearbeitet und habe das richtig studiert, wie ein Studium. Ich habe es nicht wie so eine gute Nachtlektüre betrachtet, sondern ich habe mich richtig in dieses Thema eingearbeitet. Habe viel darüber nachgedacht, habe das mit anderen Dingen, die ich schon wusste, verglichen, geprüft, recherchiert, ja, weil ich verstehen wollte. Weil ich gespürt habe, das war so dieser innere Drang, das ist die Wahrheit für mich, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Ja, und dann habe ich mich in diese Themen immer tiefer eingearbeitet. Und dann kommst du auch irgendwann natürlich zum Thema Atlantis, das heißt Geschichte. Du kommst zu dem Wirken von Logen, von geheimen Gesellschaften im Hintergrund, die also auch Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Und wir sehen es ja gerade jetzt auch, wie die Gesellschaft orchestriert nach einem Kommando quasi jetzt funktioniert. Da weißt du, es laufen hier also irgendwie im Hintergrund Strippenzieher, die das Ganze orchestrieren ab. Und er erklärt im Grunde auch, dass diese Geschehnisse, die im Hintergrund gesteuert werden, ja schon seit sehr, sehr langer Zeit so laufen. Und seit eben atlantischen Zeiten. Und ja, das hat mich einfach gepackt gehabt, muss ich sagen. Und ich war begeistert und ich habe auch gemerkt, das ist das, was Menschen brauchen, weil ich gemerkt habe, es hat meine Fragen beantwortet. Gerade die Fragen rund um das Thema Krankheitsentstehung, Ängste vor Krankheiten. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, wenn es schon mir so geholfen hat, dann denke ich, wird es anderen nicht anders gehen. Und deswegen habe ich dann angefangen, in Vorträgen über diese Dinge zu sprechen, aber immer nur in so einem kleinen Rahmen. Kannst du das plakativ mal vielleicht in ein, zwei Sätzen darstellen, was das konkret völlig andere Herangehen an beispielsweise Phänomenen wie Krebs gewesen ist? Also ich sage mal, in der heutigen Zeit wird Krebs als eine zufällige Mutation betrachtet im Erbgut. Und die Erkenntnisse, die Lothar Göring in seinem Buch zusammengetragen hat, die ja nicht nur von ihm stammen, aber eben auch von anderen Forschern, die gehen davon aus, dass Krebs erstmal eine Ganzkörpergeschichte ist, dass also auch hier die Psyche eine ganz starke Rolle spielt. Da kommen wir wieder in den Bereich der biologischen Naturgesetzmäßigkeiten. Und dass es eher eine Stoffwechselentgleisung ist. Infolgedessen auch natürlich Anpassungen im Genom passieren, aber nicht umgekehrt, dass erst die Mutation entsteht und infolge der Mutation irgendwas Verrücktes entsteht. Also es sind so viele Widersprüche in der heutigen Krebsmedizin, davon mal abgesehen. Aber dass im Grunde es eine Stoffwechselentgleisung der Zelle ist, dass der Energiestoffwechsel zum Erliegen kommt, also Stichwort Mitochondrien, Energiekraftwerke, und infolgedessen die Zelle nicht mehr in der Lage ist, so ihr Energieniveau aufrechtzuerhalten. Das heißt, diese elektrische Zellspannung bricht zusammen und infolgedessen schaltet die Zelle auf ein Notfallprogramm um, könnte man sagen. Und für die Zelle heißt Überleben teilen, 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 teilen. Sie verliert ihre differenzierten Zellfunktionen. Und infolgedessen fängt sie eigentlich nur noch an, im Überlebensmodus zu agieren. Und das heißt, sie produziert Milchsäuren, also sie gärt vor sich hin, sie schafft weitere Zellklone von sich und es wächst und gedeiht. Das anerkennt sicherlich auch die Schulmedizin, also ne, das langsam, diese Metabolischen. Ja. Aber das Entscheidende ist ja, was du gesagt hast, mit der Energie. Ja. Ich glaube, Klinik des Lebens ist es, die gesagt haben, das Erste ist, wenn jemand mit Krebs zu uns kommt, ihm Energie zuzuführen, richtig, weil das Energielevel auf allen Ebenen, seelisch, geistig und körperlich, so niedrig ist. Und die herkömmliche Schulmedizin tut alles sozusagen, um das Energieniveau noch weiter zu senken. Also das soweit mal zu so dem ganz Thema. Vereinfacht, okay. Ja. Mhm. Und das war für mich einfach erschreckend zu sehen, dass einfach die Erkenntnisse aus den 1930er Jahren von zum Beispiel Dr. Paul Gerhard Seeger, war ein großer biologischer Krebsforscher, der hat auch in der DDR dann gewirkt und mit denen hat auch Lothar Göring Kontakt gehabt und zusammengearbeitet, dass diese Erkenntnisse schon da waren. Und wir haben im Grunde seit den 1960er Jahren einen Wechsel in der Betrachtung des Krebsthemas mit Entdeckung des genetischen Codes, ging die Forschung immer mehr hin Gentechnik und weniger Stoffwechselphysiologie oder Stoffwechselpathologie. Das heißt, durch die Lobby, die dahinter stand, die natürlich auf dem Schirm hatte, letztendlich das Leben zu patentieren, und Gentechnik kann man patentieren,
hat da im Grunde diese Forschung weiter forciert und die stoffwechselphysiologische Forschung, die man ja nicht so in dem Sinne patentieren kann, wie eine bestimmte gentechnische Methode, die lief dann so nach und nach so parallel und irgendwann haben sich da wenig Leute mit beschäftigt und die Lehrpläne der Studenten wurden ja auch entsprechend angepasst, sodass im Grunde, also ich habe darüber nichts im Studium erfahren. Ja, und ich dachte immer, Mensch, ich habe jetzt hier die neuesten Erkenntnisse im Bereich der medizinischen Forschung gelernt. Nein, weit gefehlt. Du hast das ja, glaube ich, auch in einem anderen Gespräch dargestellt, dass es da eine Negativselektion gegeben hat. Ne? Also, dass nur die Universitäten gefördert wurden. 1910, seit 1910. Flexner Report, gab es diese Negativselektion. Nur auf pharmazeutischer Forschung und weniger auf, sagen wir mal, biophysikalische Grundlagen. Und Lothar Göring hat im Bereich Biophysik geforscht, wenn man so möchte. Ja, und das ist das, was wir eigentlich brauchen, weil das vereinigt sehr viele Themengebiete, die wir heute isoliert voneinander betrachten. Ja, und das sage ich mal, das Kernthema letztendlich ist, dass er den Menschen in der Hinsicht ganzheitlich betrachtet hat, und zwar nicht nur den physischen Körper, sondern eben auch die Seele. Mhm. Und zwar auch die Seele, ich sage mal, so verständlich als Konzept dargelegt bekommen hat durch die Unterlagen und auch durch die eigenen Forschungen und auch durch das, was er da niedergeschrieben hat, dass jeder Mensch es nachvollziehen kann mit dem Verstand. Du kannst Seele und Geist, das sind greifbare Konzepte, die sind nicht nur so nebulös, auch Psyche sind greifbare Konzepte. Und das hat mir so viel Klarheit gegeben, weil ich gemerkt habe, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, Psychologen wissen gar nicht, was die Psyche ist. So. Ja, die haben irgendwelche Begriffe gelernt, aber die Sinnbilder hinter den Begriffen, die sind meistens nicht klar. Mhm. Und es ist ja schwierig, wenn ein Experte in seinem Bereich eigentlich von den Dingen, über die er spricht, gar kein saures Sinnbild und Bild im Kopf hat, sondern nur mit Begriffshülsen arbeitet. Und die Medizin ist voll von Begriffshülsen, genauso wie auch, ich sag mal, die Teilchenphysik. Ja. Magst du ein bisschen darüber erzählen? Der Lothar Göring ist ja hier sogar in Gotha geboren, habe ich gelesen, und dann irgendwann in den Westen gegangen, um da auch Medizin zu studieren. Wie er überhaupt an diese Unterlagen, von denen du zwischendurch immer schon mal wieder, die alten Schriften, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Es ist schon fast verfilmungsverdächtig, ja, könnte man so sagen. Ja. Also er wurde ja 1932 hier in Gotha oder hier in Thüringen geboren, ist dann wohl in den 50er Jahren, hat er auch im Gefängnis gesessen, weil er eben politisch sich halt anders geäußert hatte, ist dann aber auch, konnte irgendwann fliehen, ist dann in den Westen gegangen und hat dann, wie du auch schon sagtest, eben auch Medizin studiert, aber soweit ich weiß, nicht abgeschlossen und hat dann einfach eher, sag mal, als Unternehmer, Selbstständiger gearbeitet, so bis in die 60er Jahre. Und ab den 1965er Jahren hat er angefangen, sich mit Meditationstechniken, Entspannungstechniken, Yoga, autogenes Training zu beschäftigen. Und bei dieser Beschäftigung, einfach um sich zu entspannen, weil er hat einen sehr hektischen, sehr stressigen, er war auch ein sehr cholerischer Typ, muss man sagen. Also der hat auch nichts ausgelassen. Also ein richtiger Lebemann. Und er hat also diese Techniken für sich selber studiert, um ein bisschen runterzukommen. Und hat dann irgendwann, als er sich damit angefangen hat zu beschäftigen, davon erfahren, dass es im Ostblock eine Gruppe gab, die mit Meditation in einer Pyramide experimentiert hat. Und dann hat er damit angefangen, selber auch. Hat er sich also auch eine Pyramide, man kann sich ja die ganz einfach, indem man sich zum Beispiel ein Seil an die Decke macht und sich dann entsprechend diese Kanten als Seile sozusagen in den Raum spannt. Man kann sogar auch sich die Pyramide einfach nur visuell vorstellen. Das hat er auch gemacht. Und das Interessante ist, dass er, das war 1967 im April, hat er, als er mit diesen Meditationen angefangen hat, hat er plötzlich einen Kontakt bekommen zu einer Wesenheit. Die wird dort als Ashram beschrieben, Wesenheit. Okay, Ashram kennt man nur so. Ja, ich weiß. Und diese Wesenheit hat ihn dann innerhalb von 4 Wochen in mehreren Sitzungen, ich glaube 13 Sitzungen, jeweils 3 Stunden, hat sie ihn geschult in allen Seinsbereichen. Also er wurde meditativ im Grunde durch diese Wesenheit geschult. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil wenn wir nachher immer noch über die Templer sprechen und auch über Atlantis, dann wird das uns immer wieder begleiten. Diejenigen, die eingeweiht waren, wurden vorher geschult durch entsprechende Wesenheiten. Das heißt, er wurde also über Dinge informiert, zu denen er überhaupt keine, ich sag mal, Fragen hatte. Das hat er auch so beschrieben. Das wurde ihm quasi, diese Botschaft wurde ihm ins Gehirn gemeißelt und er konnte damit gar nichts richtig anfangen. Und dann ist was Interessantes passiert. Er war dann im gleichen Jahr, im Sommer, war dann im Sommerurlaub in Südfrankreich, in der Nähe von Nizza. Und ist dann aus einem inneren Impuls heraus, ist er dann einfach von Cannes, also war in Cannes und dann ist er nach Nizza gefahren und ist dann an einem Straßencafé
hängen geblieben. Einfach so, auch, ja, setze ich mich mal hier hin. Hat sich da hingesetzt, hat sich was zu trinken bestellt, hat aufs Wasser geschaut. Und da ist ihm ein Mann aufgefallen, der sehr elegant gekleidet war. Der saß so 20 Meter von ihm entfernt auf dem Stein, graue, längere Haare und schaute nur aufs Meer. Und das fiel ihm sofort auf und er hat gesagt, interessant, gehe ich mal hin. Ist er zu diesem Mann hingegangen und kurz bevor er bei ihm war, hat er sich nur umgedreht und zu ihm gesagt, schön, dass Sie da sind, Herr Göring, ich habe auf Sie gewartet. So. Und da war erstmal so kurzes Erstaunen, aber er sagt auch von sich eigentlich auch wiederum nicht. Irgendwie war das so vertraut. Mhm. Ja, und dieser Mann hat ihm dann gesagt, kommen Sie zu dem und dem Zeitpunkt an den und den Ort, ich habe Unterlagen für Sie. Bringen Sie einen LKW mit. Bringen Sie einen LKW mit? Bringen Sie einen LKW mit. Ich habe Unterlagen, bringen Sie einen LKW. Bringen Sie einen LKW mit. Ja, und dann hat er das einfach gemacht, ich glaube, ein paar Wochen später. Und hatte dann aber erst so Sorge wegen der ganzen Grenzformalitäten. Ja, weil es war in Frankreich, es musste dann nach Deutschland. Und da sagte der Mann nur, machen Sie sich keine Sorgen, ist alles geregelt. Dann ist er also, hat er die ganzen Unterlagen bekommen mit Schriften, Modellen und was weiß ich für Geschichten. Und ist dann zur Grenze gefahren und er wurde einfach nur durchgewunken. Freundlich gelächelt und durchgewunken. Ein Freund von ihm, der hinter ihm fuhr, den haben sie angehalten und alles durchkontrolliert. So, und dann hat er angefangen, mit diesen Sachen sich zu beschäftigen. Hat angefangen, sich erstmal ein paar Monate in diese Themen erstmal einzuarbeiten. Wusste er schon, woher das stammt? Jetzt kommt ja das. Er wurde ja quasi geistig vorher geschult. Ja. Und als er dann mit diesen Unterlagen näher sich beschäftigt hat, hat er plötzlich gemerkt, dass das, was ihm dieses Wesen davor sozusagen in den Kopf gebrannt hat, in sein Hirn, das sind genau diese Dinge, um die es geht. Und das hat ihn dann sozusagen gepackt und dann hat er angefangen, sich in diese Themen einzuarbeiten. Und das war 1967, ging das los. Mhm. Und er hat dann im Grunde den Auftrag bekommen, dieses Wissen zu überprüfen. Das bedeutete für ihn auch, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Das heißt, er ist durch die ganze Welt getingelt, hat Kraftorte besucht, hat Pyramiden wiederentdeckt, hat mit hochkarätigen Wissenschaftlern zusammengearbeitet, in wirklich sehr exotischer Wissensgebieten, sage ich mal so, um das zu überprüfen. Das hat er ungefähr bis in die 80er Jahre gemacht. Man würde das unter Laienforschung... Privatforschung. Ja. So wie Charles Darwin ja auch eigentlich Privatforscher war. Ja. Und das Interessante war, er hat jedes Mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat er eine Liste bekommen von ihm nicht bekannten Namen, so weiß ich, 100 oder 200. Und an die musste er im Grunde seine Auswertung, die er bis dato gemacht hat, verschicken. Und auf diese Art und Weise hat er zum Beispiel bestimmten Forschern in bestimmten Bereichen, sage ich mal so, kleine Hilfen gegeben, obwohl er das selber gar nicht jetzt diese Absicht hatte. Er hat einfach nur einen Auftrag ausgeführt und hat in diesen Bereichen zu Durchbrüchen geführt. Also in bestimmten, was weiß ich, er war ja im Bereich Medizin und Quantenphysik unterwegs. Das heißt also, bestimmte Erkenntnisse, die vielleicht jemand noch gefehlt haben, um Durchbruch zu bekommen, hat er dann auf diese Art und Weise bekommen. Und das heißt, er hat also im Grunde, sag ich mal so, vielleicht so 15 Jahre, 20 Jahre im Grunde diese Forschung betrieben, vor allen Dingen auch im Ostblock. Also er hat auch sehr viel in Russland und in Kasachstan gewirkt. Also die haben sehr krasse Sachen gemacht. Das ist für normalen Menschen wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Ja. Gib ein Beispiel. Also sie haben Materialisierungsexperimente gemacht. Materialisierung, also sie haben heißt Dinge aus der geistigen aus Welt dem geistigen, aus, dem, aus ja. diesem kosmischen Geistfeld, wie das beschreibt, haben sie nicht nur Gegenstände, sondern auch Tiere, menschliche Formen erschaffen. Also er hat Rituale praktiziert, er hat also wirklich das ganze Spektrum eigentlich kennengelernt. Und mit den Unterlagen war er im Grunde in der Lage, das auch nachzuvollziehen, was da wirklich passiert. Die haben also wahrscheinlich auch Experimente mit der Zeit gemacht. Also das geht in sehr verschiedene Bereiche rein. Und das Spannende ist ja, diese Unterlagen... Dieser Mann, der ihm die Unterlagen gegeben hat, gehört ja wahrscheinlich auch einer Organisation an. Und weil du ja fragtest, wie kam der Lothar dazu? Das hat offensichtlich karmische Geschichten, weil er auch schon in Atlantis gewirkt hat. Das sind also alles alte karmische Geschichten, die sich einfach per Resonanz in dieser hiesigen Zeitqualität ergeben. Und ich sag mal, der größere Auftrag dahinter war ja letztendlich auch, dieses Wissen wieder der Menschheit zur Verfügung zu stellen, weil die Menschheit sonst, sage ich mal, wieder auf dem Holzweg ist, wieder, sage ich mal, den Weg, den Untergang. Und dieses Wissen diente letztendlich dazu, den Menschen, ich sage mal, die Existenz Gottes auch näher zu bringen. Dass wir in einem Kosmos leben, der von einem Wesen erschaffen wurde, das nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert und wir in diesem Kosmos natürlich auch diesen Gesetzen unterlegen sind. Und es ist besser, wenn wir diesen Gesetzen folgen, sonst müssen wir an uns selbst die karmischen Folgen erdulden oder ertragen. Ich habe natürlich sofort den Gedanken gehabt, wenn er zum Teil ihm nicht bekannten Menschen die Ergebnisse
Du hast sogar von 200 gesprochen. Es war immer so, ich sag mal, so in bestimmten Abständen hat er Listen bekommen. Ja. Hat auch nicht gesagt, von wem. Das war plötzlich da. Und er hatte nur den Auftrag, schick an diese Leute dein Manuskript zu dem und dem Thema einfach rausschicken. Ohne jetzt die Erwartung zu haben, dass du da von denen der Dankbarkeit Punkt ist oder Rückmeldung bekommst. Was, Wissen ist ja erstmal neutral. Mhm. Und mit diesem Wissen, so wie mit einem scharfen Messer, kannst du wunderbare Figuren aus dem Holz schnitzen oder kannst jemanden Gebauch aufschlitzen. Mhm. Das heißt, mit diesem Wissen, er konnte nicht wissen, was mit diesem Wissen auch noch geschah. Richtig. Ne? Weil Wissen ist Macht, natürlich. Mhm. Aber trotzdem hatte er den Auftrag, es zu veröffentlichen. Und man muss vielleicht sogar dazu sagen, er war nur einer von fünf. Es gab noch vier andere, also man muss sich so vorstellen, diese Unterlagen erstrecken sich über alle Bereiche des Seins. Mhm. Also die reden von fünf Bereichen. Einmal der Bereich Wirtschaft im Sinne von Grundlagen der Existenz sichern, der Bereich Religion im Sinne von Glaube, dann der Bereich Politik im Sinne von, ich sag mal, wie verkaufe ich dem Volk die Ideen, also im Grunde Lenkung der Massen. Dann der Bereich Gesellschaft, das heißt, wie gehe ich miteinander um, also in der Familie, die zwischenmenschlichen Beziehungen und eben den Bereich Wissenschaft, das war sein Bereich. Das heißt, er hat im Grunde den Wissenschaftspart bekommen, er hatte Kenntnis natürlich von den anderen Bereichen auch, aber in den jeweiligen anderen Bereichen haben andere, so wie er, die auch eigentlich ein völlig, sag ich mal, unspektakuläres Leben nach außen gelebt haben, haben dieses Wissen bekommen. Wiederum hängt das mit diesen karmischen Verstrickungen zusammen und mit dem gleichen Auftrag in den jeweiligen Wissensbereichen. Das heißt, er hat sich eben mit der Wissenschaft beschäftigt. Und er hatte genug Geld, um... Ja, das ist auch noch ein interessantes Thema, auch auf eine sehr, kann man fast sagen, magische Art und Weise ist er zu einem riesen Geldbetrag gekommen, mit dem er dann in der Lage war, diese Reisen zu machen, diese Forschung zu finanzieren. Ja. Ja, und das hat ihm natürlich auch mehr Vertrauen gegeben, dass da offensichtlich mehr dran ist. Ja. Mhm. Und ich sag mal so, Menschen, die dieses Wissen haben und mit diesem Wissen agieren, nach diesen Gesetzmäßigkeiten, das sind die, die letztendlich die Geschicke im Hintergrund lenken, bis zum heutigen Tage. Ja, da kommt man natürlich auch, okay, welche Motivation, ne? Die Intention ist die Seele der Tat, wie wir eben mit dem Messer, also das kann, dieses Wissen kann auch eben zur Manipulation der Menschen missbraucht werden, ganz klar, eindeutig. Wie kamen die Templer, wurde ihm das eigentlich vermittelt, dass es sich hier um das Vermächtnis der Templer, die wiederum... Genau, vielleicht fangen wir bei den Atlantern an, weil das ist im Grunde eigentlich der rote Faden. Also Atlantis ist ja, ich denke mal, jedem irgendwo mal geläufig der Begriff. Kann man viel zu erzählen, ich halte es jetzt mal nur ganz kurz. Es gibt kein Thema, über das mehr geschrieben wurde. Wahrscheinlich, ja. Also mehr Bücher geschrieben wurden wie über Atlantis. Und ich behalte es jetzt mal nur in diesem Bereich, was er zu Atlantis sagt. Es gibt viele andere Ansichten dazu, darüber reden wir jetzt mal nicht, sondern wirklich nur über das, was er aus den Unterlagen bekommen hat. Also Atlantis war wohl vor etwa 12.500 Jahren eine sehr machtbesessene Kultur, die also Weltmachts... Zu dem Zeitpunkt. Ja. Also dieses Weltmachtstreben hatte. Sehr materialistisch ausgerichtet im Denken, also wie auch viele Menschen heutzutage. Also sehr ego-belastet. Und es gab zu dem damaligen Zeitpunkt gab es eine Gruppierung, die sich später Hegoliter nannt. Und auch dort in dieser Gruppierung, das fing auch an, dass eine junge Frau namens Alana, die war Tochter eines Wissenschaftlers, die hat eine Vision bekommen. Also im Grunde ähnlich wie bei Lothar Göring, nur halt eben 12.500 Jahre früher. Gleiches Spiel, auch wieder die Botschaft, bau eine Pyramide, setz dich da rein und empfange sozusagen. Und auch sie hat dann entsprechend das Wissen bekommen, hat das dann mit dem engsten Kreis geteilt und diese Hegoliter waren dann in der Lage, aufgrund dieser Eingebung dieser jungen Frau und des Wissens mit der Pyramide, eben Technologien zu entwickeln, die für die damalige Zeit einfach, ich sag mal, Jahrhunderte voraus waren. Also da spielt Kristalle, spielt eine große Rolle. Und die haben einfach gesehen, dieses Wissen ist ja nicht einfach nur zum Selbstzweck vermittelt worden, sondern es ging darum, die Menschen, weil sie damals im Grunde schon wieder auf dem Degenerationsast waren, wieder auf den gottesgeführten Weg zu führen. Also für den Menschen, für das Wesen Mensch gibt es einen vorherbestimmten Evolutionsweg im Gottesschöpfungsplan. Und immer wenn der zu sehr abweicht, werden entsprechend Menschen, die dafür die Resonanz bieten, werde ich mal geschult aus bestimmten Sphären, um wieder den Hinweis zu geben, hier ein bisschen Korrektur, Kurskorrektur.
Das heißt, diese Hegoliter, dieser Geheimbund, der sich damals formiert hat, der hat im Grunde dann mit der atlantischen Regierung Kontakt aufgenommen und hat denen im Grunde einen Einblick gegeben in diese Vision und in die Technologie. Ja, und da haben die nur große Augen gemacht und gedacht, oh ja, das können wir gut nutzen. Haben sich also sozusagen diese Technologie zur Verfügung stellen lassen, haben das also auf Pyramidenbasis, also haben Pyramiden gebaut weltweit mit Kristallen darin und konnten mit Hilfe dieser Pyramidenenergie konnten sie dann das Wetter manipulieren und so weiter und so fort. Und so, bis sie das, sag ich mal, das Wissen hatten, die Atlanta, haben sie mit den Hegolitern kooperiert. Die waren eigentlich eine religiöse Gemeinschaft. Man könnte es vielleicht sogar vergleichen mit den Essenern oder mit den Katharern. Ja. Und dann haben sie sie, als sie das Gefühl hatten, jetzt haben wir alles, was wir wollen, haben sie die verbannt und verboten und irgendwo ins Exil geschickt. Und haben einfach im Grunde mit auf einer höheren technologischen Entwicklungsstufe ihr Machtmissbrauchpotenzial weiter verstärkt. So, und das haben die Hegoliter natürlich gesehen und gesagt, okay, das geht nicht. Sind wir in einer ähnlichen Zeit? Wir sind in einer ähnlichen Zeit. Das ist spannend. Weil wir laut den Unterlagen sind wir in der 5. Evolutionsstrecke. Und die wurde durch die Katastrophe, die dann entstanden ist danach mit Atlantis, nur kurzfristig unterbrochen, aber also oder ein bisschen, wir hatten einen gewissen Reset, könnte man sagen, aber nicht eine Komplettunterbrechung, also dass eine Komplett-Totalauslöschung stattgefunden hätte, sondern wir wurden technologisch sehr weit runtergeschraubt nach der Sintflut, aber wir wurden nicht ausgelöscht als Menschheit. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen aus den Unterlagen in der 5. Menschheitsstufe oder also die 5. Hochzivilisation, die jetzt hier diesen Schöpfungsplan hier gehen soll und die natürlich dann auch immer wieder den Verführungen des Materialismus verfällt. Extrem. Extrem. In dieser Zeit so extrem. Und deswegen wiederholen sich bestimmte Dinge, weil natürlich auch bestimmte Wesenheiten wieder neu oder wieder inkarniert sind, die damals auch schon gewirkt haben. Genauso wie diejenigen, die damals auch schon versucht haben, das Ruder wieder in Richtung auf den Weg des Gottesplanes zu bringen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, die haben dann einen Plan geschmiedet, um diese Regierung zu stürzen in Atlantis. Und bei diesem Plan ging es eben um diese Pyramidenenergie. Also die musst du dir so vorstellen, auf dem Zentralarchipel von Atlantis, auf der Hauptinsel, hatten sie so eine große Pyramide mit einem Kristall. Und über den wurde dann also ein bestimmter Energiestrahl erzeugt, der letztendlich um die ganze Welt ging. Und über bestimmte im Orbit angebrachten Spiegeln konnte das auf alle möglichen Gebiete gelenkt werden. Musst du sofort an Hab denken? Also Wettermanipulation, man konnte damit alles, man konnte die Bevölkerung beeinflussen und so weiter. Und dann hat man im Grunde gesagt, okay, wir werden jetzt einen Plan schmieden, wo wir im Grunde die Hauptpyramide zerstören, damit dieses weltweite Kontrollsystem zusammenbricht. Und das war die Idee, das war damals in dem Gebiet von Irland, hat man also im Grunde eine Talsenke mit Wasser gefüllt und so getan, als ob da ein Aufstand stattfinden würde, den natürlich die Zentralregierung sofort niederschlagen wollte, indem sie jetzt also einen besonderen starken Energiestrahl in diese Region schicken wollte, also Dürre erzeugen oder die Menschen da grillen, wie auch immer. Und was sie aber dann gemacht haben, ist, sie haben über Nacht ein Tal mit Wasser geflutet und das wirkte wie ein Spiegel. Und dann ist dieser Energiestrahl, der eingesetzt wurde, darauf zurück in die Hauptpyramide wesentlich verstärkt. Dann ist nicht nur diese Hauptpyramide explodiert und kaputt gegangen, sondern das hat Erdbeben ausgelöst und dann ist der ganze Kontinent oder diese Insel ist untergegangen mit Flutwellen und allem. Das war also ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Okay, das ist also ein Szenario. Eine der Varianten, genau. Die Zerstörung von Atlantis dessen, was wir als Atlantis noch in Erinnerung sozusagen haben, was aber schon degeneriert war. Genau. Ja, weil ich habe auch andere Geschichten über Atlantis gehört, dass es eine Zeit gab, wo sie noch sozusagen sehr mit der Natur und im Einklang mit den göttlichen Gesetzen oder den Naturgesetzen gelebt haben. Ne? Sehr spannend. Ja, und dann kann man sagen, haben wir erstmal so eine Art Reset gehabt. Also es haben welche überlebt, auch viele sind umgekommen. Ja. Und die wenigen, die überlebt haben, die das Wissen noch getragen haben, konnten es ja weitergeben. Und jetzt vor etwa 1000 Jahren, kannst du sagen, ist dann im Grunde eine Gruppierung, hat sich neu formiert, die wir unter dem Begriff Tempelritter kennen oder die armen Orden der armen Ritter Christi, nennen die sich ja auch, der im Grunde den ähnlichen Auftrag hatte. Es fing also auch dort wieder an und das Spannende, die Synchronizität, wir haben ja heute den 14. April und genau am 14. April, aber nicht im Jahr 2021, sondern im Jahr 1096, hatte ein anderer Mann eine Vision, Bernhard von Clairvaux, der spätere heilige Bernhard. Und ihm ist auch eine Wesenheit erschienen und hat ihm gesagt, du musst nach Jerusalem dort graben und eine Unterlagen bergen und die nach Südfrankreich bringen. Und das war, zumindest nach den Unterlagen, die der Göring dann bekommen hat, die Ursache, eigentlich die tiefere Ursache für die Kreuzzüge. Das heißt,
dann war klar, das Land war ja damals von anderen Mächten besetzt. Und ja, wie kriegen wir das hin? Dann haben sich diese Eingeweihten oder dieser kleine Kreis, die sich dann später eben, der Orden selber wurde ja erst 1118 gegründet, also etwa 24 Jahre später, haben sich an den Papst gewendet. Und der Papst hat dann sozusagen, wurde ein bisschen eingeweiht in das Thema und hat dann im Grunde den ersten Kreuzzug ausgerufen. In Frankreich. Ich glaube auch die Vergebung aller Sünden versprochen für. Genau, und dann ging das halt los, das Gemetzel. Ja, das Gemetzel. Und man muss vielleicht auch so sagen, bei den Templern scheint es einen äußeren und einen inneren Kreis gegeben zu haben. Also der äußere Kreis, der hat gemetzelt und auch zum Beispiel das Bankensystem erschaffen, was wir heute teilweise noch haben. Und dann gab es aber auch einen inneren Kreis. Und wenn wir jetzt von dem Vermächtnis sprechen, reden wir immer von dem inneren Kreis. Also man kann nicht pauschal sagen, die Templer, sondern es gibt da verschiedene, sag mal, Einweihungsgrade oder verschiedene Kreise. Jede, ich sag mal, Religion hat ja meistens einen exoterischen Teil fürs allgemeine Volk und einen esoterischen für die Eingeweihten. Ja, so muss man das vielleicht hier auch sagen. Also es gibt immer zwei Seiten. Und natürlich, Leute, die Macht bekommen, werden natürlich auch in ihrer, ich sag mal, Standfestigkeit geprüft, indem sie noch ihrem Gewissen folgen oder ob sie dem Ego nachgeben. Ja, und wenn die Leute dann dem Ego nachgehen, dann haben sie sich im Grunde schon wieder für einen Weg entschieden, der eigentlich wieder eine Sackgasse ist. Ja. Na, jedenfalls, er wurde also auch wieder über eine Vision eingeweiht. Dann sind sie losgezogen, ich mache mal ganz kurz, haben nach fast 24 Jahren, muss man sich mal überlegen, haben sie das dann geschafft, diese Unterlagen oder diese sogenannte Bundeslade zu bergen. Ja. Also man spricht von 19 Steinsarkophagen und 30 Steintruhen, gefüllt mit Artefakten, Modellen, Geräten unbekannter Herkunft für die damalige Zeit, Schriftrollen, Kristallen. Das haben sie alles geborgen und haben es dann nach Südfrankreich gebracht, in die Nähe der Stadt Nizza. Und da gab es einen Berg, Mount Chouf, der kahle Berg, und da gab es eine Grotte. Und der Auftrag war, baut über der Grotte eine Pyramide. Haben sie gemacht. Und dann hat sich der Bernhard da wieder reingesetzt in die Pyramide, weil mit den Unterlagen konnten die nicht viel anfangen. Das war für sie nicht verständlich. Die haben nur den Auftrag ausgeführt. Dann hat er sich also in diese Pyramide begeben und wurde ein zweites Mal eingeweiht. Und das ist im Grunde genau das, was auch dem Lothar passiert ist mit diesem Ashram. Er wurde also in alle Seinsbereiche eingeweiht und hat verstanden, wie das Universum entstanden ist, wie die Gesetzmäßigkeiten sind, nach denen dass der Kosmos funktioniert, dass es bewusste Wesen gibt, die uns erschaffen haben und so weiter und so fort. Dass es einen Plan gibt, einen Masterplan für diese Evolutionsstrecke hier. Und dann hat er seine Kumpanen eingeweiht. Und mit dem Wissen, das sie dann bekommen hat, dann konnten sie erst die Unterlagen auch auswerten, nachdem der Bernhard diese zweite Vision hatte. Und dann haben sie im Grunde angefangen, den Auftrag anzunehmen, nämlich die hatten einen Auftrag bekommen, die Führung der Menschheit nach dem Gesetz Gottes oder man könnte sagen nach dem Gesetz der Resonanz. Also die haben im Grunde einen Führungsauftrag bekommen. Und wurden zumindest die Äußeren der Templer zu der reichsten und mächtigsten. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten die reichste und mächtigste Gruppierung der damaligen Zeit. Also hier in Europa, ja. Wahrscheinlich sogar weltweit. Mhm. Weil was auch immer wieder gesagt wird, also sie haben ja, ich glaube, allein in Europa über 9000 Ordensburgen gehabt. Sie haben das Geldsystem im Grunde eingeführt. Sie sollen aber auch, und das ist dann wieder für die hiesige Geschichtsforschung so eine echte Herausforderung, auch schon in Südamerika Silber und Gold abgebaut haben. Das bedeutet, sie hatten Kenntnis. Weit vor Kolumbus. Das heißt, sie hatten Kenntnis, wahrscheinlich auch aus den Unterlagen, dass die Erde eben anders gestaltet ist, dass es andere Kontinente gibt, dass man da hinfahren kann und so weiter. Also sie hatten natürlich das Wissen auch aus der Vorgeschichte. Und das alleine macht sie natürlich schon gegenüber allen anderen zu der damaligen Zeit sehr mächtig. Und dieses Wissen, so, das war bisher immer das wenige Wissen, was ich darüber hatte, hat dazu geführt, dass es die Gotik gab. Richtig. Also der ganze Baustil, der plötzlich auf einmal entstanden ist, diese heilige Geometrie, die ganzen Kathedralen, Ulmer Münster, Kölner Dom, die sind ja nicht einfach so entstanden, sondern es kommt von den, es sind Templerbauten und diese Architektur ist natürlich auch Teil der Unterlagen gewesen, diese heilige Geometrie. Also das Wort heilige Geometrie. Ja. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, die Möglichkeit in dieser Pyramide war für die Templer die, dass sie im Grunde in der Lage waren, zu senden und zu empfangen. Das heißt, die Pyramide ist ein Kommunikationsinstrument. Sie wurden dort eingeweiht, sie konnten aber von dort auch ausgehend Einfluss nehmen auf andere. Mhm. Das heißt, sie haben mit Hilfe der Gedankenkraft, die sie jetzt verstanden haben, wie sie funktioniert und wie man sie auch vielleicht verstärkt einsetzen kann, haben sie angefangen, eben Einfluss zu nehmen auf andere Völker, andere Menschen in Schlüsselpositionen. Das bedeutet, sie haben sich das Wissen von anderen Völkern und Kulturen zur damaligen Zeit angeeignet. Also die haben das wie ein Schwamm aufgesaugt. Und gleichzeitig konnten sie aber auch, ich sag mal, Gedankenbilder senden, sodass andere Menschen vielleicht auch Stimmen gehört haben. Also das heißt, sie konnten auf diese Art und Weise auch Einfluss nehmen, sage ich es mal so, ganz subtil.
nicht wie wir glauben mit dem Schwert, sondern das lief auf eine andere Schiene. Und auch wieder ganz viel zu viel heute. Ja. Ja, durch Informationen. Informationen, aber auch wirklich über, ich nenne es jetzt mal Telepathie oder zumindest das Senden von Gedankenbildern, Stimmen hören. Ja, das ist ja auch, wer sich ein bisschen näher damit beschäftigt. Ja, also viele, ich sage mal, Religionsgründer, sagen wir es mal so ganz vereinfacht, haben ja zu Beginn der Religion irgendwie eine Vision gehabt oder haben eine Eingebung gehabt oder ihnen ist ein Wesen erschienen oder sie haben eine Stimme im Kopf gehört. Ja, und da sieht man irgendwie, das scheint so die Art zu sein, wie man bestimmtes Wissen über bestimmte Schlüsselpersonen oder bestimmte Schlüsselfiguren wieder dem Volk allmählich zugänglich macht. Du hast ein kleines Schaubild mitgebracht, wenn ich das mal eben in die Kamera halten kann. Magst du es kurz erklären? Also in den Unterlagen wird gesagt, das Wissen oder die Atlanta selber, die Vorfahren kamen nicht von der Erde, kamen also von woanders her. Das heißt außerirdische Herkunft. Ich muss dazu sagen, ich habe ja das ganze möglicher Weg des Geheimwissens genannt, weil es gibt dann für mich auch noch so kleine, ich sag mal, schwarze Flecken, wo ich sage, da kann ich nicht ganz genau sagen, wie die Folge ist. Aber zumindest, was man aus dem, wenn man sich da ernsthaft mit beschäftigt, herausfinden kann, ist, also das Wissen der Atlanta kam von außerhalb der Erde, kam dann über Hyperborea, also das ist auch ein anderes Thema jetzt, letztendlich zu den Hegolithern, die in Atlantis gewirkt haben. Dann ist das passiert, was ich kurz gesagt habe. Die herrschende Elite hat das Wissen missbraucht. Das hat dann zu einer Katastrophe geführt, die wir als Sintflut kennen. Dann muss dieses Wissen, weil Atlantis ja auch weltweit Kolonieableger hatte, nach Ägypten gekommen sein, beziehungsweise in den Nahen Osten, also Palästina. Und es haben ja auch im Rahmen der Sintflut verschieden verstreute Menschengruppierungen überlebt, die auch Zugang zu diesem Wissen hatten. Das heißt, diese sogenannten Urchristen, die urchristliche Lehre, hat auch ganz viel damit zu tun. Letztendlich, die Templer beziehen sich ja auch immer auf Christus, auf die Urlehre. Das heißt also, manche sagen ja sogar, dass die Tempelritter bzw. die Kreuzzüge eigentlich eine Art, man könnte sagen, eine Racheaktion war auf die Kreuzigung, die aber nicht im Jahr, weiß ich, 32 nach stattgefunden hat, sondern auch wahrscheinlich um 1000 irgendwas. Und auch nicht im Nahen Osten, sondern in Konstantinopel. Also das sind noch so Themen, die noch offen sind. Die noch sehr offen sind. So, und dann ist dieses Wissen also von den Templern geborgen worden, nach Südfrankreich gebracht worden. Und dann wird es eigentlich erst spannend, weil die Templer haben ungefähr 200 Jahre gewirkt und wurden dann zerschlagen durch die damalige Kirche in Verbindung mit dem damaligen König von Frankreich, Philipp den Schönen. Das war der 13. Oktober. Ja, wo der Orden zerschlagen wurde, wo die Großmeister auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Aber die wirklich Eingeweihten wussten Bescheid und sind natürlich vorher schon geflohen und haben das alles in Sicherheit gebracht. Und wahrscheinlich ist ein großer Teil, also man spekuliert, entweder nach Schottland gegangen, vielleicht sogar auch nach Amerika. Ein anderer Teil ist nach Deutschland gegangen und hat im Grunde dann im Untergrund weiter gewirkt. Und jetzt kommt was für viele wahrscheinlich nicht so gut nachvollziehbar ist. Die ursprünglich 5 eingeweihten Templer, also Bernhard Clairvaux und man sagen wir so die Wesenheit, Bernhard Clairvaux und noch 4 weitere, die existieren oder leben bis zum heutigen Tag. Das heißt, die haben im Grunde, das wird auch beschrieben, immer zum entsprechenden Zeitpunkt, wenn die Körper, ich sag mal, hinfällig waren, dann haben sie einfach ihre Wesenheit auf einen Körper übertragen, der dafür bereits vorbereitet wurde. Das heißt, sie haben das Wissen immer angeeignet. Sie hatten nicht das Problem, sie müssen neu geboren werden und sich alles neu aneignen, sondern sie sind auf diesem Niveau geblieben und konnten es weiter ausbauen. Sie haben also dann im Hintergrund gewirkt. Dann gab es ja andere geheime Logen wie Rosenkreuzer und so weiter. Und später, 1717, wurde dann die Großloge von England, die Freimaurerei, gegründet, wo letztendlich die Templer hinterstanden, weil das war für sie eine Art Hilfsorganisation. Yeah. Und mit der Freimaurerei hat sich das Ganze über den Globus ausgebreitet. Und auch verschiedene, ich sag mal, okkulte Gesellschaften, die wir auch in Deutschland hatten, ja, haben auch letztendlich Templer-Traditionen, also was weiß ich, Thule-Gesellschaft, Frill-Gesellschaft. Das heißt, auch der Technologievorsprung, den wir im Dritten Reich hatten, oder zumindest in dieser damaligen Zeit, kommt letztendlich auch ein Stück weit aus diesen alten Unterlagen. Also das kann man mittlerweile auch nachrecherchieren. Das ist also aus alten Archiven der Templer und auch der sogenannten Zisterzienser, das war eigentlich der Orden, der da auch hinterstand, der weniger bekannt ist, die hatten dieses Wissen. Und aus diesem Wissen konnte man natürlich, ich sag mal, technische Geräte entwickeln. Freie Energiekonverter, Antriebssysteme und so weiter und so fort. Tachyonenergie. Also das, wo man immer so vielleicht hier und da was gehört hat, aber das waren, da gab es richtige Konstruktionspläne und man konnte auf dieser Basis das Ganze entsprechend umsetzen. Deswegen war also auch ein Stück weit der Wissensvorsprung, den es damals gab in Deutschland, damit verknüpft.
Und die Frage ist natürlich wieder, wie gehe ich da mit dem Wissen um? Brauche ich es oder nutze ich es? Immer wieder aufs Neue. Ja. Und dann im Grunde ist das Wissen über diese verschiedenen geheimen Gesellschaften in die Welt getragen worden. Und dann in den, man muss vielleicht so sagen, 1946 nach dem Krieg wurden diese alten Truhen und Steinsarkophage in Frankreich wiedergefunden. Auch wieder von jemandem, der so eine kleine Eingebung bekommen hat. Das war die alte Templerburg in Gisors. Da hat ein Herr namens Roger Lamoy hat gegraben, hat irgendwie merkt, ich muss da graben und hat dann eben auch in einer Grotte in der Tiefe oder so einer Gruft hat er dann diese 19 Steinsarkophage und die 30 Truhen wiedergefunden. Aber die Geheimpolizei war ihm schon auf der Spur. Ja, das wurde dann also einkassiert, ist zum Vatikan gegangen und letztendlich von dort aus wieder zu den ursprünglich 5 Templer. Das heißt auch, also die ursprünglich den Orden gegründet hatten. Und es wird dort gesagt... Das wirft gerade alles Mögliche durcheinander. Ja. Also wo sind die Guten, wo sind die Bösen oder so? Geht mir nicht anders. Es wird nur so gesagt, dass diese 5 diesen Auftrag haben, im Grunde die Menschheit... Die Menschheit, nicht nur hier in Europa, die Menschheit, also den gesamten Planeten, zu führen nach dem Gesetz der Resonanz, im Sinne, dass die Menschheit wieder auf einen gottgeweihten Weg gebracht wird. Mhm. Und der Vatikan sorgt dafür? Hinter dem Vatikan stehen diese Templer. Also auch der Vatikan, könnte man sagen... Für viele ist der Vatikan ja der sozusagen Ursprung allen Bösens hier auf der Welt. Ich glaube, unser Problem ist die Vorstellung von Gut und Böse. Ja. Denn auch Gut und Böse ist Teil dieses Gottesplanes, um uns dahin zu führen. Wir müssen das Böse offensichtlich so erleben, wie wir es vielleicht gerade erleben, damit wir in die Demut kommen. Mhm. Von der Hochmut in die Demut und von der Demut dann in diesen Dienst am Göttlichen. Okay. Und da hilft uns natürlich auch Organisationen dabei, die vielleicht auch in diesem Sinne, ich bin ein Teil von jener Kraft, die Böses will und Gutes schafft, uns hilft. Mhm. So sehe ich das mittlerweile. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen, sondern die Bösen arbeiten letztendlich auch für das große Ganze. Und so würde ich das mittlerweile auch eher sehen. Man muss es sehr differenziert sehen. Man möchte immer gerne diese klare Trennung, das sind die Guten, das sind die Bösen, aber ich glaube, diese Fragestellung ist falsch. Mhm. Sondern man muss gucken, welche Entscheidungen oder Handlungen eines Menschen führen zu welchen Konsequenzen. Wenn ich Leid erfahre, bin ich eher geneigt, über mein Leben nachzudenken und nach Lösungen zu suchen, als wenn immer alles nur rosa-rot funktioniert. Bad business, a good chance. Richtig. Ja. Und Leiterfahrungen führen meistens dazu, wenn der Mensch daran nicht total zugrunde geht, dass er die Chance hat, daran zu wachsen und eben auch ein Stück weit sich selbst zu läutern, um sich selbst als Wesenheit zu erkennen. Und darum geht es auf diesen ganzen Weg hier. Wir sollen ja letztendlich wieder dahin geführt werden, und zwar unter Beachtung des freien Willens. Also das heißt, jeder muss diese Erfahrung machen und aus freien Stücken selbst dahinter kommen, dass bestimmte Entscheidungen, die wir im Leben getroffen haben, bestimmte Konzepte oder bestimmte Gedanken, die wir gedacht haben, nicht unbedingt förderlich waren für uns, für unser Umfeld. Und deswegen brauchen wir diese Leiterfahrung offensichtlich. Deswegen Resonanz. Wir ziehen ja nur das in unser Leben, was wir ausstrahlen. Es gibt diesen schönen Spruch, der Mensch ist das, was er denkt. Was er denkt, strahlt er aus. Und was er ausstrahlt, zieht er per Resonanz wieder in sein Leben. Das heißt, genau das ist dieses Gesetz der Resonanz. Wir werden geführt nach dem Gesetz der Resonanz. Wir erschaffen uns unsere eigene Realität und erleben diese Realität und merken dann plötzlich, oh nee, das möchte ich nicht. Und wenn jetzt so viel Böses hochkommt, zeigt das ja nur, dass wir als Kollektiv in der Vergangenheit offensichtlich diese Dinge geschaffen haben, die wir jetzt richtig präsentiert bekommen, um zu erkennen, oh mein Gott, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht in dieser Form. Und dann sind wir auch bereit, freiwillig, weil wir die Erfahrung gemacht haben, uns anders zu entscheiden. Darum aber dann ist es das Entscheidende überhaupt, diese Erkenntnis, dass sozusagen die Welt da draußen unsere Projektion ist, die unsere Reflexion dann wieder zur Verfügung steht. Ja. Also, dass wir die Erschaffer dieser Realität sind. Sowieso. Ja, ich meine, und dann eben auch kollektiv. Die kollektive Erschaffung einer Realität. Und du hast es ja sogar vorhin mit den Versuchen von dem Lothar Göring in Russland. Der Begriff der Involution ist ja da, dass also aus dem Geistigen in die Materie etwas erschaffen wurde und nicht sich aus einer Amöbe ein komplexer Organismus entwickelt. Ne, per Selbstorganisation, Zufälle und Notwendigkeit, wie sie alle heißen, sondern dass am Anfang die Idee ist. Mhm. Und aus der ungeformten, aus dem Ungeformten in die Form gebracht wird.
durch den Gedanken. Richtig. Und ja. die Gedankenkraft ist die stärkste Kraft im Kosmos. Ja. Und wir müssen lernen, und dafür gibt es ja diese Spielwiese namens Universum, zumindest unser Universum, mit dieser Gedankenkraft im Sinne der Schöpfung dienlich umzugehen. Ja. Wir können damit zerstören, wir können Leid erzeugen, wir können aber auch dem großen Ganzen dienen. Und wir lernen durch die Erfahrung, durch die Dinge, die wir schaffen, die wir uns karmisch dann sozusagen auch erschaffen und selber verleben müssen, lernen wir im Grunde zwischen Gut und Böse, zwischen Leid und Glück zu unterscheiden. Und damit werden wir im Grunde geschult, ein Schöpferwesen zu werden, ein bewusstes Schöpferwesen. Und dafür brauchen wir diese Spielwiese. Und in den Unterlagen wird das als kosmisches Geistfeld beschrieben. Wir befinden uns in diesem Universum in einem kosmischen Geistfeld. Und das, was dieses Feld bewirkt, in Bewegung hält, Formen erschafft, ist die Gedankenkraft. Alles, was wir hier sehen, war mal ein Gedanke, der sich materialisiert hat. So. Und wenn wir das uns für unseren Verstand nachvollziehbar machen, und das erklärt er halt, finde ich, so gut, wo ich es woanders noch nie in der Form gefunden habe. Jedenfalls hat es bei mir extrem resoniert. Ja. Dass ich dann auch gedacht habe, ups, da musst du ja jetzt echt aufpassen, wie du mit dieser mächtigen Kraft in dir umgehst. Das ist die große Angst, glaube ich, warum wir uns dem nicht öffnen. Lieber unbewusst weiter Leid erschaffen, als sich bewusst werden, dass ich das getan habe und dass ich die Möglichkeit habe, auch was anderes zu erschaffen. Mhm. Also die Größe, von dieser Größe haben wir ja Angst. Also und ja, Verantwortung. Vielleicht. Und genau deswegen wurde ja dieses Wissen wieder den Menschen zur Verfügung gestellt. Weil wir jetzt an einem Punkt sind, erstens, wo wir es begreifen können. Wir sind wieder, sag ich mal, von der Entwicklung so weit. Und gleichzeitig ist auch die Not da, weil wenn wir es nicht mehr wissen und weiter so machen, ist es Untergang. Ja. Wird ganz klar beschrieben. Wird auch geschrieben, die Endzeit, wie die ablaufen kann. Ich bin der Meinung, diese Endzeit, die dort auch beschrieben wird, die trifft so nicht mehr ein. Weil wir haben uns in den letzten 25 Jahren, ist viel passiert. Ja. Es wurde viel Hilfe uns zugekommen. Die Großwetterlage. Im Grunde diese Art von Endzeit, die dort beschrieben wird, wie ein Fegefeuer, die muss nicht mehr so stattfinden. Wir werden es friedlich schaffen, aber es ist trotzdem eine Herausforderung, definitiv. Also wir sind absolut in die Entscheidung gerufen. Ja. Das ist ja. Jeder Einzelne. Ja. Und das fängt beim Impfen an oder beim Testen oder wie auch immer. Ja. Gehe ich den Weg des Opfers, des Gehorsamen oder gehe ich den Weg des Herzens? Des Herzens, ganz genau. Ja. Darum geht es. Ja. Und es ist, glaube ich, für viele nicht nachvollziehbar, wenn ich jetzt sage, dass das, was diese Eingeweihten machen, ein Liebesdienst ist. Man könnte, ich habe jetzt diesen Spruch, die Dämonen sind Gottes treueste Diener. Mhm. Ja, also wir erleben ja in der Welt gerade sehr viel Chaos, sehr viel Druck wird auf uns ausgeübt, ja, und wir denken, oh nein, das will ich nicht und ich will wieder meine heile Welt haben, aber wer sagt dir denn, dass diese heile Welt, die du bis dato hattest, genau das ist, was für deine Entwicklung richtig ist? Oder vielleicht ist diese heile Welt ja auch die Illusion, in der du dann in einer Sackgasse degenerierst und mir fällt gerade ein Bild ein, jetzt jüngst hat ein Schlagersänger ein kleines Video aus Florida gebracht. Hier ist alles wieder normal. Und dann war das auf so einem Rummel. Also ist es das, was ich gerne wieder will? Den Rummel und die Ablenkung, die Degeneration? Ja. Nein, das will ich nicht. Das will ich und nicht. Und das ist ja der Punkt. Wir sind dann wieder sehr im Außen. Ja. Und wichtig ist, dass wir zu uns finden, weil in uns ist ja der Plan. Jeder Mensch hat ja einen Lebensplan mit sich drin. Und das ist mir dadurch viel klarer geworden, weil ich auch jetzt für mich mit dem Verstand nachvollziehen konnte, dass die Seele, was sie ist, wie sie existiert, wie wir sie sabotieren, in ihren Möglichkeiten, sich hier als Seele auszudrücken, muss man vielleicht so sagen. Ja, Und was wir machen können, um im Grunde wieder auf diesen, ich sag's wirklich, gottgeweihten Weg zu kommen für uns selber. Und Krankheiten, Symptome, die Menschen entwickeln, sind nur Zeichen dafür, dass wir ein Stück weit abgewichen sind. Weil Krankheit gehört nicht für den gesunden oder für das Wesen Mensch zum Dasein dazu. Es führt immer nur dazu, dass er ins Nachdenken kommt. Leiterfahrungen in Form von Symptomen, von Krankheiten zeigen uns, dass irgendwas, wir sind abgewichen. Mhm. Ja. Und wenn man das versteht und auch so annehmen kann, hat man eine Chance. Deswegen heißt das Buch ja auch Krebs, Chance oder Finale. Also nehme ich diese Möglichkeit, die mir das Symptom zeigt in Form eines Tumors oder nicht? Oder lasse ich mich einfach plumpsen und bin Opfer und kann nichts mehr machen? Oder erkenne ich dahinter das Thema? Erkenne ich, dass da wirklich eine Gesetzmäßigkeit gewirkt hat, die zu dem geführt hat und ich habe sie gestartet? Ich war der Verursacher
nicht Schuld. Und um Schuld reden wir nicht. Wir reden über, ich setze Ursachen und ich erlebe Konsequenzen oder die Wirkungen. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann bedeutet das auch, ich kann es in die andere Richtung machen. Ich bin aber nicht dazu verpflichtet. Richtig. Weil ich kenne etliche Biografien, ja, wo dieses Finale herausgefordert wurde. Also praktisch dieser Prozess gewählt wurde, um ein Finale einzuleiten, weil der Mensch einfach des Lebens müde war. Und ja, wie Karl Friedrich Popp oder Fritz Albert Popp, sag ich mal, Fritz Albert Popp das mal ganz klar gesagt hat, für ihn Krebs ist für ihn die einzige von der Gesellschaft anerkannte Methode des Selbstmordes. Und niemand hat im Auditorium, und es war so ein Krebskongress, widersprochen zu der Zeit. Also, dass ich das akzeptiere, dass Menschen das als ihr Finale wählen. Ich rate ihnen dann nur, möglichst nicht das so qualvoll, also selbstquälerisch zu gestalten. Aber auch das ist ein individuelles Thema. Genau, ja, das muss man immer wieder sagen. Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Aber du hast eben ganz was Spannendes gesagt, diese fünf Eingeweihten. Deswegen die Nähe zum Vatikan. Man könnte sie jetzt schon auch zu den Dunkelkräften, ja, zählt also in dieser Kategorisierung, die, ich sag mal, die Menschheit so weit in die Entscheidung drängen. Zwingt, regelrecht zwingt, weil sie unmerklich, Stickum sozusagen, wie sagt man, in ein auf derartige Abwege gegangen. Und gerade auch das deutsche Volk, aus meiner Sicht. Ja, dieser Spruch von Marshall, General Marshall, macht die Deutschen reich und fett, dann hören sie auf zu denken, weil wenn die anfangen zu denken, werden sie uns gefährlich. Das ist ja genial gelöst worden. Ja, also, dass ein ganzes Volk sich nur noch auf Zweitwagen, neuesten Fernseher, wo fahre ich in Urlaub? Und das Menschsein als solches, die Tiefe, die unser Volk hat, jetzt ohne Chauvinismus und ganz und gar nicht, aber die Tiefe, einfach Flachwasser geworden, Flachwasserplanscher geworden sind. Und dass diese Kräfte, so sehe ich es auch, dass diese Kräfte dazu da sind, ja, den Druck so zu erhöhen, dass wir jetzt uns entscheiden. Und jeder bitte darf sich selber entscheiden. Jeder hat die freie Wahl. Das Angebot einer Impfung, das Angebot einer Testung oder sowas anzunehmen oder zu sagen, danke, könnt ihr behalten. Ich nehme aber die Konsequenzen auf, was weiß ich, und gehe ins Reservat voller schönen neuen Welt, wie auch immer. Ja, sehr, sehr spannend. Also dann kann ich das in mein Weltbild, was du jetzt so gesagt hast, ganz gut einbauen. Also, dass diese Geheimgesellschaften schon irgendwo ihren Auftrag haben, diese Kraft zu sein, die uns in die Entscheidung zwingt, uns, sag ich mal, für das lebengemäße oder gottgemäße, naturgemäße Leben zu entscheiden, ohne zurück auf die Bäume zu gehen. Richtig. Und man muss bei den geheimen Gesellschaften vielleicht noch sagen, man kann das ja auch nicht pauschal sagen. Es gibt welche, die haben Wissen bewahrt, einfach weil solche Katastrophen passiert sind. Und es gibt welche, die haben das Wissen benutzt, um Menschen zu unterdrücken oder auch Bestehende zu infiltrieren. Also man muss da sehr aufpassen, wenn man nur diesen Begriff nutzt, die Templer oder Rosenkreuzer. Also man muss immer letztendlich die Menschen, die in dieser Organisation sind, sich genauer anschauen und nicht pauschal sagen, die Templer. Ich sage ja, es gibt einen inneren Kreis, der etwas ganz anderes macht als der äußere Kreis. Der äußere Kreis betreibt ein Geldsystem zum Beispiel, das wir im Grunde heute, das hat die Kirche letztendlich übernommen. Also die Kirche hat auch vieles, was bei der Zerschlagung des Ordens passiert ist, also offizielle Zerschlagung, dann sind sie in den Untergrund gegangen, haben das übernommen. Ja, das heißt, die bestehenden Infrastruktur konnte man ja nutzen. So, das muss man auch mal sehen. Also der Untergang des Templerordens geht einher mit dem Aufstieg der katholischen, römisch-katholischen Kirche in gewisser Weise. Also, und so muss man auch mal versuchen, Geschichte zu betrachten. Und die dann verschwunden sind, offiziell heißt nicht, dass die komplett weg sind. Ja, also es wird so viel im Hintergrund gemacht. Und ich bin der Meinung, dass auch gerade in der heutigen Zeit, ich habe zumindest das auch mal gehört, das hört sich jetzt wieder für einige seltsam an, dass auch Trump, bringen wir es mal wieder rein, es wird wahrscheinlich jetzt wieder einige aufstoßen,
Das habe ich mal aus russischen Quellen gehört, dass er angeblich auch ein Nachfahre von Templern ist. Mhm. Von einem Großmeister, der in Magdeburg gewirkt hat. So. Ich lasse es nur im Raum stehen. Ja? Ich will da jetzt gar nicht das weiter interpretieren, was das bedeuten könnte. Es könnte nur heißen, dass vielleicht die Templer, die im Untergrund gewirkt haben, vielleicht jetzt wieder sich mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Also wir reden jetzt von einer ganz bestimmten Gruppierung. Weil ja. Es gibt verschiedene Templerorden. Ja, ich habe auch einige, mit denen ich in Kontakt bin, aber die sind nicht die über die ich jetzt hier spreche. Also, ja. Ne? Man muss es wirklich unterscheiden. Es gibt sehr viele Organisationen, die sich auf die Templertradition beziehen, so muss man es vielleicht sagen. Und wir haben ja das Ganze unter dem das Vermächtnis von Atlantis beschrieben. Das heißt, die Templer haben mit der Bundeslade, dass die Bundeslade gar nichts, sag ich mal, Israelitisches ist, ursprünglich, sondern... Ja, wobei man kann sagen, manche sagen, es gab mehrere Laden. Ja. Ich glaube, bis zu drei. Und letztendlich geht es auch nicht um die Steinsarkophage und auch nicht um die Truhen, sondern es geht um einen Wissensschatz. Ja. Und dieser Heilige Gral, der ja auch in dem Zusammenhang genannt wird, ist eigentlich ein Wissensvermächtnis über uns, wer wir wirklich sind, was in uns für eine Kraft drin steckt und wie wir mit dieser Kraft verantwortungsbewusst umgehen. Und alles, was letztendlich in Unterlagen beschrieben wird, ist nur dafür da, um unseren, ich sag mal, beschränkten Verstand diese Zusammenhänge klarzulegen. Also diese kosmischen Gesetzmäßigkeiten, nach denen dieses Gebilde, in dem wir uns befinden, funktioniert, wir funktionieren. Und was es bedeutet, wenn ich mir dieser Wirkmechanismen voll bewusst bin, was für Konsequenzen das hat für mein Handeln im Alltag. Ja. Darum geht es. Darüber möchte ich gerne dann im zweiten Teil mit dir sprechen. Und du hast ja einen Haufen Pyramiden hier mitgebracht, die du dann jetzt gleich mal in unserem zweiten Gespräch erklären wirst. Da bin ich schon ganz gespannt und ich hoffe, dass ich das einigermaßen verstehen werde, aber ich bin dafür offen. Reik, erstmal für diese, ist ja auch schon mal ein ganz schöner Strauß gewesen, den du da aufgeblättert hast. Herzlichen Dank. Ja. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Reik, aber vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, ja, wir dürfen immer wieder neu auf das, was ist, schauen und einen neuen Blickwinkel drauf wagen, wenn er uns weitermacht. Wenn er uns ängstigt, okay, lassen wir es lieber. Aber alles, was uns weitet, bringt uns weiter. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch den zweiten Teil seht und auch sonst bei Neue Horizonte wieder einschaltet und sage Tschüss.